Herr Roos, der Start in die Rücksaison geglückt gegen einen Gegner, gegen den es bestimmt nicht leicht war und bei dem das Ergebnis vielleicht etwas höher aussieht, als es von der Stärke der beiden Mannschaften den Einschein hatte. Ja gut, das Ergebnis war 3-0, das spricht alles für uns. Wir wussten, dass es nicht einfach sein wird gegen Spielberg. Das ist eine sehr zweikampfstarke Mannschaft. Ja, sie waren in der Tabelle auch ein Punkt hinter uns, wenn ich mich nicht täusche. Wir haben es richtig gut gemacht und auch völlig verdient gewonnen. Wie ist die Stimmung jetzt beim Start in die Rücksaison und was hat man sich vorgenommen? Ja gut, die Stimmung war vorher gut und jetzt ist noch besser. Ja, wir denken immer von Spiel zu Spiel. Wir wollen auch jedes Spiel gewinnen. Deswegen haben sich die Jungs auch gut vorbereitet. Jetzt, wir haben lange genug Vorbereitungsphase gehabt. Es waren insgesamt 6 Wochen. Sie haben richtig hart gearbeitet und wenn man hart arbeitet, dann wird man auch irgendwann belohnt. Was sind die größten Änderungen, die Sie in der Winterpause vorgenommen haben? Können Sie das ein bisschen erläutern? Ja, was heißt große Änderungen? Wir brauchen nicht so viel zu ändern. An unserer Taktik gab es überhaupt nicht viel zu ändern. Wir wissen ganz genau, in welche Zone wir durchkommen müssen. Das machen die Jungs auch ganz gut. Und ja, dadurch sind wir auch torgefährlich. Was können Sie zu den Verstärkungen sagen? Ja, das sind gute Jungs, den Filip Milicic, der hat auch ein halbes Jahr bei uns mittrainiert. Also ich kenne ihn auch ganz gut. Der Junge ist fleißig, der hat kein einziges Training gefehlt. Der ist auch auf der Innenverteidigerposition oder auf der Sechserposition, kann auf beide Positionen mehr oder weniger spielen. Der Robin Binder, der braucht noch ein bisschen durch seine Verletzung, aber der wird wahrscheinlich Mitte nächste Woche ins Mannschaftstraining einsteigen und der Daniel Jelken-Kajala ist ein Junge, der sehr, sehr bemüht ist, ganz, ganz jung, der muss noch viel lernen. Ich bin mit den Neuzugängen zufrieden. Die Vertragsverlängerung steht noch ein bisschen im Raum. Können Sie da vielleicht sagen, wie es da aussieht? Ich habe es nicht in der Hand, also die Ergebnisse müssen halt stimmen, es ist ganz klar, wir sind wie gesagt ganz gut gestartet. Ich fühle mich auch wohl hier, ich habe mit der Mannschaft eigentlich in den 3 Jahren ganz gute Arbeit geleistet, denke ich, von daher muss dann der Verein entscheiden. Herr Roos, ich danke Ihnen vielmals für das Interview und wünsche Ihnen noch viel Erfolg. Vielen, vielen Dank.